Moin allerseits, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Wir sind in der Space Side bei der 1897 gegründeten Brennerei Speyburn. Ja, und für mich auch eine Premiere. Ich hatte noch nie ein Speyburn hier vor der Kamera. Und ich hatte auch sonst noch keinen Speyburn, bis auf den 10-jährigen beim Kollegen. Naja, um diesen hier, da habe ich schon genascht und ich weiß, was mich erwartet. Gebrüder John und Edward Hopkins haben die Brennerei 1897 ins Leben gerufen und gehört, ja, zu den kleineren Brennereien Schottlands. Wobei, ich glaube, die haben ganz schön erweitert und ausgebaut, so wie alle anderen auch. Und die haben im Kernsortiment tatsächlich auch nur 4 Whiskys, den 10er, ist das ein 15er und den 18er und einen noch, ich weiß nicht, wie der heißt, das ist ein No-Age Statement Whisky. So, lalala, nicht, dass mir hier einer zu hohen Alkoholkonsum vorwirft. was wollte ich jetzt sagen? Ja, diese 4 Whiskys halt. Preislich ist jederzeit verfügbar. Oh, da ist ja noch was. Das war ein Flaschenhals, genau. So ein kleines Zertifikat. Er ist verfügbar, kostet so 85 Euro. Kein Farbstoff, keine Kältefiltration. Von der Reifung her amerikanische Ex-Bourbon-Fässer und spanische Sherry-Fässer. Achso, hier ist ja nicht viel. Das ist nur so ein Anhängsel. Anniversary Edition. Bla bla bla. Bobby Anderson, Distillery Manager. Gebühr hier, bla. Ne, hat alles gut gemacht und wirkt für einen tollen Whisky. So, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich irgendwie... Also 46 Umdrehungen, natürliche Farbe. Ja, gereift in Warm Tubs kondensiert. Ja, Kupferschleifen, Warm Tubs gehen durch offene Wassertanks. Das Ganze, dadurch entsteht die Kondensation. Kupferkontakt wird dadurch natürlich verringert. Somit ist das New Make eines Whiskys dadurch, oder zumindest hier, deutlich schwefelhaltiger. Muss nicht extrem sein, kann aber passieren. Ja, Umverpackung. Relativ stabiles, solides Teil. Sieht ganz hübsch aus, kann man nichts gegen sagen. 18 Jährchen hat er. Volljährig. Und er hat sogar Auszeichnungen bekommen. Da ein America San Francisco Whiskey Award irgendwie 2019, 2020. Also... Von den Bewertungen kommt er schon ganz gut weg. So, die Farbe. Das ist so ein bisschen Roséweinfarbe. Roséwein, so ein bisschen Rost. Ja, ich weiß, was mich erwartet. Ich habe ihn in letzter Zeit ein paar Mal probiert, weil er mich total abgeholt hat. Ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Der ist so voll fruchtig. Ja. Hier hast du auf jeden Fall ordentlich Sherry. Diese moderne Sherry-Note. Ich glaube, da muss man auch gar nichts mehr heutzutage zu sagen, ob das modern oder oldschool Sherry ist. Pff. Entweder man kauft sich Raritäten für viel, 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 viel Geld oder man kauft sich Sherry, wie er heutzutage ist und sagt sich, okay, Sherry, und dann bietet er mir vielleicht noch ein paar andere Nuancen, die interessant sind. Eichenwürze kommt auch leicht hinten mit raus. Ja, so eine gewisse Nussigkeit. Toffee, Toffee, Toffee. Irgendwas ist da noch. Karamell, ich weiß es nicht. Ah, die 46 spürst du nicht. Das ist gut. Ich würde schon fast sagen, dieser Sherry-Einfluss hier erinnert mich total an Kirschen. Das ist richtig schön kirschfruchtig. Habe ich manchmal auch bei den Longrow Reds gehabt. Hammer. Ja, einfach eine volle, ausgewogene
fruchtige, süße Nase. Und das Schwefelige kriege ich jetzt nicht so. Auch wenn man das den Warm-Tabs so ein bisschen nachsagt. Ja, zum Wohl. Aber voller Antritt, entfaltet sich richtig stark. Sherry-Würze, wirklich Sherry-Holzwürze, Schokolade, fällt dann relativ zügig in sich zusammen. Zurück bleibt Schokosüße, Vanille. Jetzt kommt so eine leicht cremige Textur. Und eigentlich bleibt nur noch auf der Zunge so ein bisschen was. So eine zarte Süße mit einer Trockenheit. Bittersüße. So ein bisschen Bittersüße. Ein bisschen in Blutorange in die Richtung gehen. Ein bisschen Zitrusnote. Ganz weit hinten aber. Der fängt an zu schieben am Anfang mit dieser Sherry-Würze. Und wirst du richtig wach. Und auch hier schon wieder. Im Mundraum füllt er sich aus, verblasst. Aber die Zunge ist belegt mit Holz, Würze und Süße hinten raus. Also diese Bitterschokolade zum Schluss ist fantastisch. Ah. Hat auch so ein bisschen was im Nachklang vom feuchten Tabak. Ja, wenn ihr frisch Tabak aufmacht, das zieht dann jetzt so ein bisschen durch die Nase. Diese Nussigkeit. Also vom Grundcharakter, von der Nase, von der Zunge. Süß, würzig, mit seinen Facetten voll. Interessant, reif, moderner Sherry, aber alles gut, keine Wertung. Und einfach lecker, einfach total. Und wer auf Kirsche steht, probieren. Kirschen, ich mag Kirschen, ist geil. Ganz ehrlich,